Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video zum Thema Amazon FBA. Heute habe ich den Ralf. Ralf ist ein Klient bei uns seit mittlerweile 8 Monaten und ich möchte gerne mal deine Geschichte, Ralf, hören, bevor du einfach über Amazon mal sprichst. Wie kamst du überhaupt dazu, Onlinehandel zu erzählen? Was hast du alles in deinem Leben gemacht? Ja, hallo, hier ist der Ralf, erstmal Grüße. Ja, wie kam ich zum Onlinehandel? Ist immer eine gute Frage, weil ich habe einen stressigen Job gehabt. Ich bin Disponent gewesen für Ex- und Import und habe mich halt immer schon auch mit der Materie beschäftigt. Wie gesagt, wie kann ich Geld verdienen? In meinem Job habe ich immer auf Provisionsbasis gearbeitet. Das ist halt immer richtig beinhart, gerade wenn es um Zoll geht und mit Fahrern. Die Problematik kennen vielleicht der eine oder andere, verfolgt es auch gerade jetzt mit dem Brexit in Großbritannien, was da los ist. Muss ich ein bisschen schmunzeln, weil das war meine Hauptstrecke. Und da können wir sich jetzt eine goldene Nase verdienen, aber egal. Ja, und ich habe halt ein paar Sachen gesucht. Wie gesagt, dann kam leider ein trauriges Ereignis dazu. Meine Mutter ist, wie gesagt, krank geworden und ist, ich will es jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen, was passiert ist. Sie ist jedenfalls dann gestorben. Nach, wie gesagt, nach sehr vielen Leid innerhalb von, ich sag mal, von 3 Jahren. Das war für die ganze Familie ziemlich hart. Ich habe darunter ziemlich gelitten, weil es halt, wie gesagt, meine Mutter war und habe auch, wie gesagt, dann dadurch, weil ich auch meine Frau, die hat mir damals viel geholfen in der Zeit und. Und ich konnte halt das Ende vom Lied, nachdem meine Mutter gestorben ist, konnte ich meinen Beruf nicht mehr fortsetzen. Ich habe dann einen Burnout dazu gekriegt, ging nicht mehr. Musste meinen Beruf verlassen und habe da dagestanden auf dem Arbeitsmarkt mit 54 Jahren. Und da ist es fast aussichtslos. Dann kam Corona noch dazu. Wie gesagt, das Arbeitsamt hat mir dann immer gesagt: Ja, machen wir mal, machen wir mal, machen wir mal. Ist aber leider nie was gekommen. Und dann habe ich mich natürlich umgeschaut. Und ich wurde damals zu diesem Zeitpunkt immer schon mal mit Amazon, ich habe immer schon mal was gehört, gelesen, das kam damals auch. Und man hat immer mal reingeschaut und hat mir gesagt, ja, wie machen die das eigentlich? Wie verdienen die ihr Geld? Kann man sich nicht so richtig vorstellen. Weil ich hatte auch ein paar Jahre davor auch ein bisschen mal was gemacht online so. Hat auch das ein oder andere Portal gegründet. Wie gesagt, das ist dann auch immer wieder Bach, weil dann die Intensivität nicht, also nicht weiter intensiv verfolgt hat, ist dann Bachuntergang. Naja, und wie gesagt, ich habe mich halt dann hingesetzt und habe dann so meiner Frau gesagt, so, pass mal auf, wir gucken uns mal mit den Amazon an. Und zufälligerweise hat auch immer jemand angerufen mich, genau wo wir das gesagt haben. Der hat uns richtig penetriert. Den Namen sage ich jetzt nicht. Der ist uns richtig auf Ja, den das Sack gegangen. waren Nee, nein, 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 ihr wart es nicht. Wie gesagt, ihr kommt ja erst ganz spät ins Spiel. Und ja, und dann hat er erzählt und erzählt, und dann war noch einer, hat mir auch immer erzählt, und der andere hat mir was von Japan und Indien, China. Und da habe ich schon Himmel Angst gekriegt. Ich sage, Mann, ey, Zoll und sowas. Ich kenne mich ja halt ein bisschen aus mit Zoll. Ich sage, nee, kein Bedarf mit Asiaten, euch eine Zollgeschichte zu machen. Das geht den Bach runter. Die können alle kein Englisch. Das ist alles ein Kauderwelsch. Das ist nichts. Geht nicht, können wir nicht machen. Da ruinieren wir uns. Und dann rief mich auf einmal einer an. Der erzählte mir was. Kein Export, einfach nur Amazon machen, Geld verdienen mit Handelsware. Haben wir das angehört, 2, 3 Mal? Das hat sich ziemlich gut angehört. Ich bin dann eingestiegen, habe dann, wie gesagt, meine paar tausend Euro dann bezahlt. Und ab dem Tag stand ich halt da. Ich hatte ungefähr so 20 Tools gehabt und ungefähr so, ja, 35 Videos waren das in dem Kurs. Und dann sollte ich alles durchlesen. Und ich habe Amazon mich nicht ausgekannt. Und du musst dir ja jetzt, also kannst dir ja vorstellen, lebhaft, was da rauskommt dabei. Also ich habe einen Fehler nach dem anderen gemacht, bin von einem Fehler zum anderen getappt. Ich war, wie gesagt, ich habe dann versucht, den Herrn ranzukriegen. Er meinte nur immer, ja, liest dir die Videos durch, schau dir die Videos an, wenn du fragst, stell sie in der Gruppe. Ja, ich gedacht. Und dann habe ich gesagt, du, das ist mir dann der Kragen geplatzt. Ich sage, pass mal auf, ich habe dir ein Coaching eingekauft. Ich sage, dass du jetzt permanent für mich nicht da bist, das verstehe ich. Aber hier sind wichtige Fragen. Wie zum Beispiel, was muss ich da machen, was muss ich hier machen? Er konnte es mir nicht beantworten. Und dann habe ich gesagt, dann zeig mir doch erstmal, was du machst. Er hat es mir auch nie gezeigt. Er hat es einfach nie gezeigt. Naja, ich war dann mittlerweile so weit, ich hatte dann ungefähr an die 160 Waren bei Amazon eingelagert, habe aber nichts verdient. Also mich nur gedreht, 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 nichts verdient, es ist nichts hängen geblieben, im Gegenteil, Schulden. Ich stand bei Amazon kurz davor. Ja, es ging halt Bach runter. Und dann bist du ins Spiel gekommen. Dich hatte ich zwar schon ein paar Mal gesehen,
Und auch an dem Tag, wo es mir am schlechtesten ging, ist mir eine Zeitung, das Handelsblatt, in der Hand gefallen. Und da war ein großer Artikel über dich drin. Da hast du ein Interview gegeben mit alles, wie und was. Und dann habe ich gedacht, na Mensch, ey, wenn jetzt das Handelsblatt schon schreibt, aber da muss doch irgendwas dahinter sein, da muss doch stimmen. Ich habe zwar schon mal ein anderes Video geguckt, klar, hat man auch gehört, halt, naja, komm, erzählt auch alles wie die anderen. Kennst du ja nun, hast du ja erlebt am eigenen Leib, einen Haufen Kohle verbrannt und du stehst kurz vorm Raus und ich dachte, ach scheiße, komm, wir rufen mal an. Und da habe ich dann angerufen oder Termin vereinbart und dann hatte ich dann einen Kollegen dran, hatten uns unterhalten, ich habe meine Lage erklärt, also pass auf, ja, ich würde es gerne machen, ich brauche Hilfe, ich bin am Ende. Naja, dann hin und her haben wir gesprochen und dann dachte ich, ja komm, wir machen das jetzt, du kriegst die Hilfe. Und dann bin ich bei euch, im Oktober habe ich dann angefangen, zu diesem Zeitpunkt. Also Oktober 2000, quasi 20. Genau. 2020 in Oktober. Und ich weiß noch ganz genau, Ralf, da sagst du mir, ja, du hattest irgendein Coaching in Anspruch genommen. Und ich bin wirklich halt froh, dass du bei uns trotzdem dich getraut hast zu melden. Ja. Du warst bei minus 10.000 irgendwie. Wie hat sich das dann entwickelt bei dir? Ja, das ist, naja, wie gesagt, ich war dann wirklich in diesem Bereich, wie du gerade sagst, 7.000, 8.000 waren es gewesen, die ich miese hatte. Mhm. Hatte 164 Produkte. Aber halt, die haben mein Geld. Also 164 Einheiten hattest du gehört. 164 Produkte, ich habe mich an 164 Produkte rangehangen. Ich habe mich einfach nur mal rangehangen. Genommen, rangehangen. Also 164 verschiedene Artikel, nur zum. Richtig. Ja, ich weiß noch. Da war genau. Die Listings. Das stimmt, das habe ich sogar vergessen, genau. Ja, ja. Da standen die Listings, das waren teilweise so schrottige Listings, wo Amazon mir teilweise schon die rote Karte gezeigt hat. Ich hatte so ein Set, wo ich mich mit rangehangen habe. Da habe ich ein paar tausend Stück gehabt. Da hat der chinesische Kollege, der das angelegt hat, hat da absoluten Mist reingeschrieben, was von der Kamera und mit Batterien und richtig Stress deshalb gehabt. Und naja, da wollte ich mal kaum zu mal und. Naja, wie gesagt, ich habe euch dann kennengelernt, habe das dann durchgelesen, habe dann an den Seminaren teilgenommen und habe das dann eigentlich nach und nach, was du da gesagt hast, eigentlich umgesetzt. Ich habe mich dann von diesen Produkten komplett getrennt. Das hatte ich geschafft bis, ich hatte das letzte Produkt, habe ich rausgeschmissen im Februar diesen Jahres. Und seit, warte mal, seit Februar haben wir unsere Marke angemeldet, unsere eigene Marke angemeldet, die Dietzes. Die ist jetzt auf Amazon bekannt. Und unter dieser Marke, die Dietzes, listen wir natürlich jetzt Küchenprodukte. Ich sag mal, das, was du uns da gezeigt hast, na, wie was du gesagt hast, wenn du das eins und eins umsetzt, dann kann da nichts passieren. Du musst bloß machen. Du musst halt wirklich auf das hören, was du sagst. Und das beste Beispiel, ihr habt gesagt, investiert ihr nicht in die Champions League. Ich bin in die Champions League gehandt und bin böse hin runtergefallen. Gut, ich muss dazu sagen, das war absolut mein Fehler. Das geht um die Pfannen. Ja. Wie gesagt, mit den Pfannen habe ich jetzt über, naja, es wären 10.000. Wir kommen an die 10.000 ran. Ich habe jetzt noch ein paar Pfannen stehen. Wie gesagt, ich werde jetzt die sogenannten Ladenhüter werde ich jetzt noch so rausdrücken, dass ich sie raus habe. Dann ist das Kapitel mit den Pfannen, weil ich Herz, schweres Herzens das wirklich für mich von dem Projekt trenne. Weil das sind hochwertige Pfannen. Jeder, der die Pfannen hat, der bestätigt mir, was er für eine geile Pfanne hat. Aber auf Amazon wird halt, wenn du eine Pfanne für 90 bis 100 Euro verkaufst, mit einem Namen, die Dietzes, die keine Sau kennt, sagt er auch, ja, dann gehe ich doch zu Hoffmann. Da zahle ich auch die 100 Euro. Und der hat vielleicht 500, 600 Bewertungen. Und ich habe halt plus 14. Und das ist der Knackpunkt gewesen. Ich habe dir auch gesagt, zu diesem Produkt, Ralf, sorry, der Sprecher. Also im Endeffekt ist das halt eine sehr harte Nische, ne? Wenn man einfach in eine Nische reingeht, die von großen Marken dominiert wird, so WMF, wie auch immer, dann schlägt wirklich halt oder man übernimmt den Markt. Derjenige, der am meisten Geld ausgibt in Werbung etc. Ausgeben kann, der übernimmt halt den Markt. Und bei einem kleinen Anbieter ist das halt schwierig. Deswegen machen wir auch diese Produktempfehlungen, wo du einfach diese Produktvorschläge schickst und wir dir sagen, ja oder nein. Und das andere Produkt ist ja bei dir top gelaufen, oder? Dieses andere. Ja. Wie viele Einheiten verkaufst du im Monat aktuell, wenn ich fragen darf? Also ich habe, glaube 600 hat noch vor knapp über 600 waren es vor im Monat gewesen. Aber jetzt läuft es auch schon wieder. Ich habe jetzt nachgelegt, ich muss nachlegen und ja, Amazon sagt, ich soll über 900, aber da hast du ja selbst letztens auch gesagt, das sollte ich nicht machen. Das ist ja Wahnsinn.
Ich schaffe es doch gar nicht mit dem Parkettplatz mehr. Ich bin hier, da heute ist mit einer Palette gekommen. Ich bin jetzt gerade beim Einräumen der Palette wieder. Und die komplette Palette kann ich gleich wieder rausjagen. Da sitze ich wieder die ganzen Tage, da sitze ich wieder 3 Tage dran, labeln und. Also, das ist eine halbe Arbeit. Aber okay. Wie gesagt, das ist immer. Ralf, kurze Frage. Wie war das denn bei dir? Das heißt, du bist jetzt bei uns gestartet, du hattest ja gar keine Vorkenntnisse. Stimmt oder hattest du dich sonst irgendwo informiert? Jetzt über euch? Nee, über Amazon. Als du gestartet hast, dann sage ich mal, du warst ja bei Minus. Hast du sonst noch irgendwas gebraucht, außer die Live-Calls, den Support oder wie war das deine Erfahrung? Ich sag mal, damals, wo ich angefangen habe mit Amazon, da hat man sich natürlich schon mal ein bisschen schlau gemacht. Ich konnte, habe das aber nie verstanden. Ich habe das nie begriffen, warum, weshalb das ging. Es hat mir auch nie einer richtig erklärt. Wie gesagt, ich habe das erstmal richtig verstanden, wo ich bei euch dabei war. Ihr habt das erstmal richtig rübergebracht, wie das funktioniert. Die anderen, bei denen ging es eigentlich bloß nur darum, die haben erzählt, ja, du führst Ware ein, verkaufst sie auf Amazon, verdienst ein gutes Geld. Aber was da alles hinten dran hängt, diese Herstellersuche mit den Mustern, diese ganzen Zollsachen, wie das alles berechnet wird, wie man das dann, wie gesagt, zu Amazon bringt, wie man es dann listet, wie man ein Listing aufbaut, das habe ich noch nicht erfahren. Das hast du uns ja alles erklärt, oder sprich, das hat deine Gruppe, habt ihr in euren Videos richtig dargestellt, wie funktioniert das? Und dann greift ja ein Rad ins andere. Und ich sage mal so, ich sehe es ja bei mir, es hat ja geklappt. Ich habe ja die Listings genauso gemacht, wie du sie sagtest. Mit den Bildern, mit der Beschreibung, Emotionen und. Und wenn man das genau beherzigt, dann hat man Erfolg. Dann hat man einfach Erfolg. Und wenn man mal sieht, und das ist auch, was du auch immer gesagt hast, ich weiß nicht, ob du gesagt hast, oder Kilian, 80-90% der Leute, die schmeißen einfach ein Produkt auf Amazon. Und das war's. Und da ist nichts, kein Text, keine Bilder. Und wenn ich mir dann die Listings teilweise ansehe, da schlage ich teilweise selbst in den Kopf. Ich habe darauf noch nie geachtet. Ich habe vorher, ich sage mal, vor 2 Jahren, ja, man hat Amazon gehört, aber direkt bei Amazon selbst mal was gekauft? Nee, habe ich nicht. Hat mich nicht interessiert. Wie gesagt, ich bin ja erst durch diese ganze Werbung und dann ist ja, wie gesagt, das eine ganz große Unternehmen, wo der Herr da mit dem Anzug rumrennt und mit dem LKW, was da alles so hinherfährt. Und die haben ja richtig massiv. Und jetzt ist ja wieder so eine massive Firma, die mir auch wieder richtig auf den Keks gehen zurzeit. Da haben wir ja auch schon im Forum geschrieben. Das ist ja, wie gesagt, die dann die Briefchen raussetzen. Das ist schon Wahnsinn. Also, um euch erklären, quasi abzuwerben. Ja, aber die sind natürlich, ich habe mit denen auch ein Gespräch gehabt. Der habe ich da mal angerufen. Die haben mir eine Telefonnummer, sehen sie in der Presse, und hat mich angerufen, habe mich voll getextet. Habe ich ein paar Mal gesagt, ich weiß gar nicht, was sie von mir wollen. Ich bin gut aufgestellt, ich brauche das nicht. Und dann immer diese Fragen, willst du nächsten Monat eine 500.000 verdienen? Und da habe ich ihn gefragt, ich sage, hören Sie sich eigentlich selbst reden? Warum? Na, sie fragen mich einen Scheiß gerade, willst du nächsten Monat eine 500.000 verdienen? Und was soll das? Wie eine 500.000 verdienen? Was ist denn das für eine blöde Frage? Und so einen Scheiß fragen die dich, da kriegst du die Krise. Und das war ich ja nie gewesen, weißt du? Und ihr habt es immer klipp und klar gesagt. Und das ist, finde ich, auch gut. Und du sagst auch, und das muss man wirklich auch mal sagen, du sagst, wenn Scheiße ist, dann sagst du denjenigen das auch. Du sagst mit harten Worten, das kann manch einer nicht verkraften. Leider ja, Leute, aber ich muss das sagen, Ralf. Ja. Weil sonst kapieren die Leute nicht, die launchen falsche Produkte, die kapieren es nicht, wie man verkauft, die verkaufen immer noch physische Produkte, statt einfach richtig zu verkaufen. Die kommen nicht in die Live-Calls. Ich meine, wir haben ja Millionen selbst verbraten in Werbung. Wir machen ja für euch die Live-Calls halt immer jede Woche, dass ihr einmal in die reinkommt und diese Optimierungen bekommt. Deswegen bekommt man auch diese Ergebnisse. Und es regt mich halt auf, wenn einer dann sich committet und dann sagt, okay, jetzt bin ich dabei und dann einfach in die Calls dann nicht erscheint. Und dann deswegen muss man auch hart bleiben. Ohne, sage ich mal, mit der falschen bisschen manchmal dran zu bleiben, läuft halt der Laden nicht. Das muss ich auch klar sagen, ne? Aber das ist doch gut. Und so stellt man sich auch einen Coach vor, dass der Coach einen sagt, pass auf, du machst das falsch und machst doch so, wie ich es dir sage. Und wenn du es halt nicht so machst, wie ich es dir sage, dann tut es mir leid, dann beißt du den sauren Apfel und dann hast du Pech. Aber dann komm hinterher nicht und quatsch mich blöd voll. Und gut ist, entweder du machst es, was ich sage, dann wirst du erfolgreich, weil ich weiß, was ich rede, oder du machst es nicht, bleibst du halt der Loser. Aber dann kein dummes Zeug quatschen und nicht rausrennen in die weite Welt und dummes Zeug labern in Forums oder in einer Facebook-Gruppe euren Scheiß schreiben. Also so, Ralf, kurze Frage. Du hattest ja schlechte Erfahrungen mit irgendeinem Coaching, quasi, das hast du ja auch heute erzählt. Wie hast du dich
trotzdem getraut, sich bei uns zu melden. Ja, weil im Endeffekt, man sagt ja, wenn einer schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, Naja. hat er schon, sage ich mal. Und wie ist denn deine Erfahrung jetzt generell? Also, ja, ich sag mal so, es gibt immer, wenn was passiert, gibt es immer einen Grund, sage ich immer. Es passiert nie irgendwas ohne etwas. Und zu dem Tag war ich halt richtig am Arsch, muss ich dazu sagen. Ich war richtig am Arsch. Ich habe meine Finanzen gesehen. Ich habe gesehen, was ich mache. Und dann habe ich halt gesehen, was in deinem Video, was du erzählst. Und dann habe ich gesagt, habe ich zu meiner Frau gesagt, wortwörtlich, ich sagte, Maus, schau dir das mal an. Der Butrus erzählt, was man machen muss. Hast du das einmal von unserem Coach gehört? Was höre ich von dem, wenn ich den anrufe? Weil wir hatten ja keine Lust mehr, den anzurufen. Ja, liest dir die, schau dir die Videos an, komm, und schreib deine Frau in die Facebook-Gruppe. Und dann schreib deine Frau in die Facebook-Gruppe, wenn ich was nicht weiß, wenn wirklich was Wichtiges ist, was man nicht versteht, weil es steht ja noch nirgendwo, Amazon, man kennt es nicht. Dann muss ich ja die Fragen stellen. Und dann muss ja der Coach mir die auch beantworten. Und dann nicht in die Facebook-Gruppe schreiben, wo selbst nur Leute sind, die auch in dem Sinne keine Ahnung haben. Ist ja keiner drin gewesen, der das ja sagen kann. Da war einer drin. Das muss wahrscheinlich noch, ich weiß nicht, wer das war, wahrscheinlich der Schreiber von Ihnen, ich habe keine Ahnung. Und der kam ja immer richtig schnippig. So als wie, wie kannst du hier diese Frage stellen? Oder ich verstehe deine Fragestellung nicht. Wo ich dann gesagt habe, hallo, bin ich jetzt im falschen Film? Und das Gefühl, du hattest das in Videos immer angesprochen auch und du hattest es auch deutlich gesagt und du hast doch viel von dir preisgegeben am Anfang. Und da ich dachte, ja, ich habe dann zu meiner Frau gesagt, du weißt was, was haben wir jetzt hier zu verlieren? Dass das nicht umsonst ist, das war mir klar. Das ist logisch. Da habe ich gesagt, komm, wir machen das jetzt. Ich rufe da jetzt an und mache jetzt diesen Termin, wir machen das und dann werden wir sehen, was rauskommt. Und wenn er sagt, nee, es passt nicht, okay, dann ja, dann scheiß drauf, dann habe ich Pech gehabt. Dann schmeißen wir alles hin, dann war es das, machen wir zu und der Rest wird abverkauft und dann war es das, machen wir zu. Ja, dann habt ihr ja glücklicherweise habt ihr mir dann die Chance gegeben. Also, ja. Wie hat sich das denn jetzt entwickelt, sage ich mal, in der Zeit? Das heißt, du warst jetzt im Dezember bis hier reingekommen mit Minus, wo du gesagt hast, minus 8.000. Wie hat sich das jetzt, bist du jetzt im Plus? Wie lange hat es gedauert, als du, bis du da zum Plus gekommen bist? Also, wir hatten Oktober, ne, warte mal, ich kann ja mal gucken. Also, es fing an, dann Oktober hat sich dann stabilisiert, so einigermaßen. Ja, dann eigentlich, ich sag mal November. November, Dezember, Januar, das waren eigentlich die 3 Monate, wo das dann richtig geknallt hat. Man muss auch dazu sagen, das Weihnachtsgeschäft, das hat mir auch viel geholfen. Ne. Aber so richtig eigentlich, dann ging es wieder runter im Februar, März. Wie gesagt, dann ging es wieder so auf die alten Zahlen runter. Das war mir auch klar, weil ja, wie gesagt, die ganzen Produkte alle weg waren. Hat natürlich auch nicht mehr die Kosten so hinten dran. Die waren ja auch dann alle weg mit einmal. Und dann eigentlich ging es eigentlich richtig los, wo wir dann Anfang Februar haben wir diese Marke angemeldet. März, April, naja, Mai, Juni fing das dann an. Und seit Mai, Juni sind wir eigentlich kontinuierlich, geht es wieder nach oben. Wie gesagt, ich habe jetzt den 2. Monat wieder die 11.000 gemacht. Läuft eigentlich, es geht so in die Richtung, wo ich hin muss. Weißt du? Aber was ich natürlich brauche, ich brauche jetzt dringend neue Produkte, weil, wie gesagt, das eine habe ich jetzt, die Pfannen, die laufen jetzt aus, das ist klar. Dann habe ich noch ein anderes, das habe ich auch runtergenommen, weil es zu viel negativ bringt für mich. Also bedeutet, wir sind jetzt dran. Es wird jetzt ein Brotmesser, kommt jetzt. Das habe ich ein Dreivierteljahr getestet, das wollte ich eigentlich nie an den Start bringen. Und aber letztens, das ist immer noch so wie vom ersten Tag. Wir benutzen das jeden Tag. Schirrspüler, das ist wirklich richtig Input, das Ding. Und wir haben da jetzt bestellt 300 Stück. Dann wird es nächste sein, diese... Was soll ich alles verraten? nicht, dass einige Zuschauer das kopieren wollen. musst du nicht alles. Aber der Ralf kennt sich ja aus. Das Ding ist, ich muss auch sagen, das ist auch, was mich wundert. Also dieses Video werden bestimmt jetzt 1.000 Leute sehen. Und es melden sich bei uns vielleicht 1-2 Leute. Das ist halt das Ding, was ich auch so sehe. Die Leute, die jetzt, sage ich mal, kostenlose YouTube konsumieren, YouTube-Videos konsumieren, ist auch in Ordnung für uns. Ja, ist auch, das Ding ist, nicht jeder glaubt das, dass das funktioniert. Einige denken, dass das Scam ist. Man kann ja auf Englisch oder auf Deutsch sagen, dass das irgendwie, also, das steckt nicht dahinter. Kannst du mal kurz mal beschreiben, wie deine Erfahrung einfach zu unserem, sage ich mal, Coaching-Programm? Wie findest du das Ganze, wie wir das aufgebaut haben?
Also wie ihr das aufbaut, finde ich sehr klasse. Also in dem Sinne habt ihr ja, wenn du so nimmst, dreimal die Woche habt ihr ja Coaching. Es fängt an von mit Kilian Montag. Da geht man aussichtlich auf PPC und die ganze Optimierung dazu. Und das wird wirklich ausgekaut bis zum allerletzten, obwohl man eigentlich teilweise schon, ich sage mal, bei manchen frage ich mich schon, na, müssten wir eigentlich auch verstanden haben. Schon 100 Mal, aber egal. Ja, ja, und das wird immer wieder und immer wieder sachlich. Wie gesagt, das macht Kilian top. Wie gesagt, dann bist Mittwoch du dran. Du auch immer wieder sachlich alles erklärst es von Kleinsten, obwohl die Frauen teilweise manchmal dabei sind, die auch schon, wo ich dann sage, kann ja nicht sein. Es wird immer wieder erklärt. Und das ist halt das, ihr könnt die Fragen beantworten. Und wenn ihr was nicht beantworten könnt, das ist genau wie Timo, der am Freitag dran ist. Der macht es ja genauso. Er antwortet alles ausführlich. Man hat immer wieder eine Frage, es wird ausführlich beantwortet. Und wenn man mal eine Frage nicht hat, oder ihr wisst die jetzt nicht, dann sagt ihr, du bist auf zu, ich kann dir die Frage jetzt nicht beantworten, ich mache mich schlauer. Oder geht er mal in einen anderen Kurs. Es könnte sein, dass ich entweder Kilian, der Timo oder vielleicht auch der Gudrus, es kommt jetzt darauf an, was man stellt, dir die Frage genau beantworten kann. Und das finde ich ja gut. Und da sagt man nicht, geh mal in die Facebook-Gruppe, schreib das mal rein. Mal sehen, wer sich da meldet. Ja. Nee, ihr sagt knallhart, pass auf, wir wissen es nicht, aber wir machen es kundig. Und dann kriegt man von euch diesen Info. Ja, weißt du? Ja. Dann hat man natürlich den Slack, ist klar, dass man da nicht rund um die Uhr am Rechner sitzt, mache ich ja auch nicht. Ich sitze ja auch nicht stundenlang am Rechner und dann gucke, schreibt man halt mal Slack. Klar, da muss man halt mal ab und zu mal ein bisschen warten, aber okay, das ist da kein Problem. Aber man muss ja auch, wie gesagt, also was ich dazu sagen möchte, ganz einfach, wenn man mit euch diesen Weg geht, ihr sagt knallhart, das und das geht, das und das geht nicht, dann kriegt man von euch eine Betreuung, dass man fit wird. Also wir reden ja wirklich vom Fit. Und wenn man es eins zu eins umsetzt, dann wird man erfolgreich. Es kommt auf jeden Tag selber an. Möchte ich sofort jetzt diese 10.000 machen oder sage ich mir, ich lasse mir Zeit und mache die 10.000 halt in einem Jahr. Das entscheidet dann sicher selber mit seiner Geschwindigkeit. Und da drängt ja auch keinen. Was ihr macht, ihr helft, ihr sagt, was läuft. Ihr macht es mit den alten Hasen und mit den neuen. Und wie gesagt, ich komme immer noch in die Calls rein, so wie es mir die Zeit ermöglicht. Obwohl ich jetzt auch schon über 8 Monate bei euch dabei bin, aber ich würde nie behaupten, dass ich alles weiß und alles kann. Und ich erfahre immer wieder was Neues. Und ja, bei wem ich, in welchen Call ich rein bin. Und das ist halt wichtig. Man muss halt am Ball bleiben. Man muss gucken. Und das ist halt, das ist auch ganz wichtig. Das ist das Wichtigste, dass man auch nie aufhört zu lernen. Also ich selber lerne jeden Tag dazu. An einem Tag, wo ich keine Bücher, keine Coaching, keine Videos anschaue, geht es mir eigentlich schlecht, weil ich weiß, ich habe heute nichts gelernt und das gebe ich euch auch gerne weiter. Das ist auch so das Ding, dass man auch in verschiedenen Bereichen auch andere Sachen aufsaugen kann, die auch für E-Commerce interessant sein können. Das ist auch so das Ding. Ralf, würdest du die letzte Frage, weil viele meinen, man kann ja Handel ja selbst machen. Das heißt, das ist ja nicht schwierig. Ich kaufe ein Produkt und ich kann es ja selber verkaufen. Was sagst du zu demjenigen oder wenn du sagst, du würdest, hättest du ja selbst gemacht, also ohne Hilfe, würdest du sagen, die Leute würden das schaffen? Weil ich sehe ja sehr, sehr viele Leute, die schauen sich einfach meine Videos hier auf YouTube an oder irgendwo und dann sagen, ach, dann versuche ich ja selber. Und dann sehe ich halt ein paar Monate irgendwie durch Zufall, die sind irgendwo, machen einmal Dropshipping, machen was anderes, weil sie einmal nicht verstanden haben, wie es funktioniert. Würdest du sagen, hättest du das damals alleine hingekriegt, ohne Hilfe? Nein, hätte ich nicht hingekriegt. Du brauchst, weil Amazon ist sehr umfangreich, und du brauchst jemanden an deiner Seite, der sich mit der ganzen Sache, der ganzen Problematik auskennt. Du musst erst mal wissen, wie tickt Amazon. Gut, dass man das jetzt ganz rauskriegt, das schafft keiner. Das ist logisch, weil Amazon, ich glaube, der Chef selbst von Amazon, der weiß auch nicht, wie sein Chef tickt. Aber zumindest die Grundregeln, wenn ich mir jetzt allein hin, und das alles zu belesen, man kann das nicht alles lesen, weil jeder hat eine andere Meinung. Der eine sagt A, der andere sagt C. Und der dritte sagt wieder B. So, wir hatten recht von den dreien. Alle drei haben sie recht. Aber du sollst es ja umsetzen. Was machst du? Machst du alle drei? Und dann sagt zum Schluss Amazon, nö, wir wollen aber jetzt D. Also ist alles falsch. Du brauchst wirklich jemanden, der dir sagt, das sind die Grundregeln. Wenn du das eins zu eins umsetzt, was ich dir jetzt sage, dann verspreche ich dir, hast du auch Erfolg auf Amazon im Verkauf. Wenn du keinen Mentor an der Seite nimmst, keinen, wir sagen jetzt wirklich keinen, und wenn du der Meinung bist, ich schaue mir jetzt bloß mal ein paar Videos an, lese mir ein paar Sachen durch und versuche das dann selber zu machen,
ich sage mal so, wie es ist, dann bist du zum Scheitern verurteilt. Ganz einfach meine Meinung. Also deshalb sage ich, wer sich die Videos von Butros anschaut und der sagt, ich möchte erfolgreich werden. Wie lange? Das entscheidet ihr selber. Der sollte das Coaching mit Butros zu 100% machen. Das ist meine Meinung. Und alles andere, wer sagt, ja, okay, naja, ich habe keine Lust, ja, ach, das ist mir zu viel Stress, ich muss so viel machen und. Naja, ist gut, der soll dann weiter sich unterziehen und soll dann halt weiter schauen. Aber der wird halt nicht erfolgreich. Also sprich, der wird halt nie sein, ja, finanziell Freiheit hört sich jetzt beschissen an, aber ja, ich sage einfach mal, bleiben wir bei erfolgreich. Der Rest ist damit richtig schwollen, wenn ich das so erzählen würde. Ralf, vielen, vielen lieben Dank für die offenen Worte. Geiler Typ, ey. Das ist, ich bin immer fasziniert. Der Ralf ist immer bei den Kursen. Da geht die Kamera aus oder ist die Kamera kaputt. Aber Gott sei Dank ist die Kamera heute bei dir an. Ja, heute Cool. ist mal. Schön, schön, dass du da einfach ehrlich deine Meinung hier geteilt Ja. hast. Und ja, also lasst uns einfach wissen gerne, welche Produkte du demnächst machst. Und ich freue mich auch jetzt, sage ich mal, auf das nächste Ziel zu steuern, dass wir irgendwann, sage ich mal, spätestens in 5 Monaten die 100.000 € Marke im Monat knacken. Ist nicht unmöglich, alles ist möglich. Naja, da muss ich Ja? aber jetzt Produkte haben. Naja, ich habe, wie gesagt, wir haben jetzt drei Produkte, die jetzt kommen und wir sind dran. Und ich muss so sagen, ist jetzt, läuft das Video noch? Ja, Okay. ich beende jetzt die Aufnahme. Ja. So, dann vielen lieben Dank, Ralf, dass du dabei warst. Okay, jetzt aber. Okay. Ich leg mal was. Oh, siehst du mich vielleicht? So, jetzt versuch's noch mal. Nee, ich sehe dich, alles gut. Weil du lachst, das ist so geil. Okay. So, und wenn du genauso eine Erfolgsgeschichte wie Ralf schreiben möchtest, dann lass uns einfach mal unverbindlich sprechen. In der Videobeschreibung findest du einen Link. Da gelangst du auf eine Landingpage, wo du einfach ein Videobotschaft von mir siehst, einige Referenzen. Und da können wir einfach unverbindlich über dein Geschäft, über deine Zukunft sprechen. Und der Rest wird eine Geschichte sein. Bis dahin, dein Butros Said.